Hallo zusammen, mein Name ist Ibito, wir spielen Tap Tycoon. Oh, ich bin der Money Master. Sekunde mal. Yes. Ah, lol, was ist das denn? Geld geil. man kann überall das Geld verteilen. Und er sammelt das ein. Obwohl, die Animation ist ja mal cool. Ein riesiges Geldbündel, Mann. Das ist ja mal ein richtiger Geldregen. So, oh, da ist noch mehr Geld. Wow, 131. Somebody Senior ist das jetzt. Level 2. Was kann ich denn hier nur machen? Ah, ich kann hier unten auf den Typen klicken. Upgrade. Kostet 20 und dann, Achso, $2,3 pro Tab. Ein Restaurant kann ich bauen. Oh, das ist ja cool. Also ich mag das, wenn es im Hintergrund irgendwie was gibt, wo man dann draufklicken kann. Boah, cool. Was kann man denn hier noch bauen? 700 kann ich noch ein Entertainment bauen. Okay, würde ich sagen, holen wir uns mal eben 700. Geht ja schnell. Und Entertainment. Guck mal, er kann sich nicht entscheiden, wohin. Rechts der riesige Geldregen. Also ja krass, der holt sich mal voll viele Scheine. Das ist richtig gut animiert, Mann. Auch schneller Entertainment hochgepowert. Wow, wie viel ist jetzt drin? 120, ist aber wenig, ey. Mehr Upgrades. Noch mehr Upgrades. Also ich kann mir vorstellen, ab Level 10 kann man da bestimmt irgendwas anderes machen. Ach, hier oben kann man auch einstellen, dass man mehr kauft. Oh. Und Level 10? Ich wusste es. Da ist jetzt eine Etage drauf. Nix schlägt. Okay, wir graden ihn mal weiter ab. Level 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Da kann noch Prestige drücken. Oh, was? Okay, das habe ich leider nicht. Stats. Spiele schon seit 3 Minuten. Nix schlägt. Ich glaube, ich grade jetzt mein Entertainment ab. Und zwar auf Level 10, wenn das geht. Aber die Musik ist auch ein bisschen nervig. Okay, weiter geht's. Level 9, Level 10, Achtung, doppelt. Juhu, jetzt geht's schneller. Oh, da gibt mir mal 600, wenn dann einmal fertig ist. Alter. Jetzt kann ich gleich das nächste machen. Da ist es. Post Office. Hätte ich nicht gedacht, dass sie mehr verdienen als Entertainment. Jetzt mal im Ernst. Boah, braucht aber voll lange. 43 Sekunden, ey. Aber in der Zeit kann ich mal ein bisschen drücken. Wow, was ist das denn? Business supercharged. Geht gerade unten voll ab. Oh, noch ein Paket. Was ist drin? Oh, geht wer schneller. Sehr gut. Ich habe Gefühl, Post Office wird voll selten fertig. Da jetzt, glaube ich, einmal. Okay, wir gucken nochmal bei meinen Typen rein. 40.000 braucht man da unten. WTF, da sind 742 Sachen, die man freischalten kann. Das ist ja echt heftig. Da hat man nach einer Sehenscheinentzündung, wenn man durch ist. Okay, wir graden ab auf... Boah, da haben wir bestimmt dann mal nachher so voll die hohen Gebäude. Also optisch finde ich es dann ganz cool. Weil ich meine, an sich erinnert das natürlich an ganz viele andere Spiele, die es gibt. Die sind im Grunde ja alle gleich, nur dass man halt immer anderes Thema hat. Aber trotzdem, irgendwie fesseln die einen doch dann kurz, bis man dann denkt, was mache ich hier überhaupt? Und dann löscht man die wieder. Aber bis dahin kann man noch drücken. Oh, ich sehe gerade was ganz Wichtiges, und zwar gibt es Auto-Collect. Und zwar wird dann das Restaurant immer automatisch abgeerntet, wenn es voll ist. Das ist sowas von wichtig, damit, wenn man das Ding aus hat, trotzdem die Kohle kriegt. Hä? Hallo? So, wir erhöhen jetzt den Entertainment-Profit mal 3. Und dann ist wahrscheinlich auch Auto. Nee, doch nicht. Wo ist denn die Auto-Collect? Ah, hier ist Auto-Collect. Oh Mann, das ist ja voll teuer, Mann. Aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mir weitere Spiele in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Game. Vielleicht wieder so ein Klickerspiel. Irgendwie sind die cool, Mann. Tschüss.